Ja, herzlich willkommen zu H5B-Inhaltstypen unter der Lupe, heute Episode 2. Ich bin Oliver, danke für die Vorstellung. Und ich werde euch heute H5P-Zuordnungsaufgaben vorstellen. Die heißen auch Drag-and-Drop-Aufgaben. Und falls ihr H5P nicht kennt und jetzt irgendwie eine Einführung erwartet, die gibt es nicht. Die findet ihr aber auf Web. Jetzt muss ich mal sagen, es gibt so viele Camps. oercamp.de/Webinare. Da gibt es schon eine Aufzeichnung von 90 Minuten mit Kapitelmarken, wo wirklich die Basics von H5P erklärt werden. So, wenn ihr jetzt aber da seid, um euch das anzugucken, das Drag-and-Drop, dann seid ihr genau richtig, denn ich werde euch das jetzt einfach mal zeigen. Und dafür fangen wir wirklich ganz einfach an mit Beispielen. Dafür muss ich meinen Bildschirm freigeben. Da ist er. Dann muss ich jetzt einmal ein bisschen größer machen, damit man das gut sehen kann. So, und was ihr hier seht, sind einfach, ihr seht, wann ich das gemacht habe. Also vor 20 Stunden habe ich einfach mal 3 einfache Beispiele erstellt. Und da zeige ich einfach mal ganz kurz, was man damit machen kann, weil es tatsächlich recht flexibel und vielfältig ist, was man damit machen kann. Also erstes Beispiel haben wir einfach das genommen, was ich ganz gerne esse. Das ist Pizza. Und sieht ungefähr so aus. Passt natürlich nicht ganz drauf, aber das macht nichts. So, der Klassiker bei Drag-and-Drop ist einfach, man hat hier rechts eben so ein Feld, wo irgendwas drauf soll und in dem Fall, welche Zutaten erwartet man gewöhnlich auf einer Pizza. Und dann nehme ich jetzt einfach die Bilder, vielleicht erwarte ich irgendwie eine Walnuss und vielleicht auch eine Tomate und Schokolade habe ich auch schon mal gesehen. Ob man die erwartet oder nicht, das weiß ich natürlich nicht. Jetzt muss ich hier ein bisschen scrollen, weil es nicht ganz auf den Bildschirm passt, aber dann kann man sich das überprüfen lassen. Und dann sieht man auch, okay. Der Klassiker, irgendwie Tomate wird erwartet, die Schokolade und die Walnuss dann doch nicht. Und es gibt auch 0. Und warum gibt es 0, sieht man ja auch gleich, weil da im minus 1 dran steht. Für falsche Sachen gibt es hier Punkte abgezogen. So ein Beispiel, was man machen kann, so ein Klassiker. Dann, wenn man es ein bisschen interessanter haben möchte, Zuordnungsaufgaben könnten ja auch so aussehen. Also letztlich ist ein Schachbrett, wie das hier drauf ist, ja auch nur 64 kleine Felder, wo man was draufziehen kann. Und als Schachaufgabe könnte man zum Beispiel machen, man soll alle Figuren, die es da so gibt, darauf positionieren. Natürlich eine Ausgangsstellung. Und wir können einfach mal ein paar draufstellen. So, also wir brauchen da irgendwie natürlich so ein paar Bauern. Und da müsste zum Beispiel ein Springer reinkommen. Und wenn wir sagen, wir ziehen irgendwas, was falsch ist, den Turm stellen wir einfach mal hier hin und gucken uns das an, dann passiert genau das Gleiche wie vorher. Das zeigt ja auch an, was richtig ist und was falsch ist. Aber ihr habt schon einen kleinen Unterschied gesehen, so diese Sachen, die man rüberziehen kann, die bleiben hier, also sie verschwinden nicht, aber man kann jetzt beliebig viele draufziehen, so ein kleiner Unterschied, also auch so eine Aufgabe kann man damit machen. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ich habe auch schon mal jemanden gesehen, der hat sich damit ein Kreuzworträtsel gebaut, da waren das eben nicht die Schachfiguren, sondern Buchstaben. Ich habe auch schon mal jemanden gesehen, der hatte da mathematische Symbole drin, die man an die richtige Stelle ziehen musste, all solche Sachen gehen halt auch. Und was ich euch ein bisschen ausführlicher zeige, das ist das nächste. Das ist das hier, die unregelmäßigen Verben. Wer vielleicht bei Episode 1 dabei war, da ging es auch in einem anderen Inhaltstyp um unregelmäßige Verben im Englischen und das habe ich einfach aufgegriffen, weil es ein bisschen schöner ist. So, vielleicht mache ich dann doch mal das Ganze ein bisschen größer zumindest. So. Also, wir sehen jetzt hier so ein Drag and Drop und wir sehen noch ein bisschen was anderes. Hier ist so ein kleines I dran. Offensichtlich kann man noch Hinweise zeigen lassen. Also, hier können 3 Antworten richtig sein. Spielen wir es einfach mal durch. Also, wir haben da die 6 Verbformen und dived. Ne, das ist klassisch irgendwie, könnte man sagen, past simple, also eine Vergangenheitsform. Und was noch sehr einfach ist, ist eben, das wäre dann dive, das ist die Präsensform. Und so, jetzt können wir gucken, irgendwie, dived könnte vielleicht auch da reinpassen. Das ist wahrscheinlich der Grund, also dived. Dived ist tatsächlich die englische Form, die britische englische Form. Und dove wäre die Past-Form von to dive im britischen Englischen. So, wir machen es einfach mal darauf. Das ist jetzt nicht ganz so schön. Man kann da nicht durchgucken, aber das schauen wir uns später an. Würden vielleicht noch irgendwie eaten. So, zack. Und die sollten eigentlich alle richtig sein. Und sind auch alle richtig. Ein bisschen Übung brauche ich wohl noch, aber ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist schön. 4 von 6 richtig. So, das ist das Prinzip. Da gibt es jetzt mal so ein paar Variationen und ein paar Sachen, die man damit anstellen kann mit dem Inhaltstyp. Und genau das zeige ich euch jetzt. Und zwar genauso, wie ich das jetzt immer machen werde. Ich zeige euch immer das, was ich, also so wie es aussieht und dann, wie man das erstellt. Und dafür gibt es
eine sehr schöne Seite. Da muss ich dann tatsächlich den Modus einmal wieder zurücknehmen. Und dann können wir nämlich das Ganze nebeneinander packen. Das heißt, wir haben jetzt links das, was wir erstellen möchten. Das lade ich nochmal neu. Das wollen wir haben. Und was ihr rechts seht, ist eine sehr schöne Seite von Nele Hirsch. Die heißt einstieg-h5p.de. Und das ist auch der URL, wo ihr die findet. Und da kann man einfach H5P-Sachen ausprobieren, ohne sich irgendein Konto anzulegen und irgendwas installieren zu müssen. Installieren muss man sowieso nicht. Und das machen wir hier einfach. Also, wir klicken hier auf Testinhalt erstellen. Und wenn ihr H5P kennt, dann kennt ihr das ja auch schon. Wenn nicht, dann seht ihr es jetzt zum ersten Mal. Und ich sehe auch schon, ich muss das noch ein bisschen größer machen, damit ihr es gut sehen könnt. Und wir suchen jetzt einfach mal nach Drag and Drop. Da ist diese Zuordnungsaufgabe. Da ist sie auch schon. Und dann legen wir los. So, was wir jetzt hier sehen, ist so dass der Klassiker bei H5P, das ist immer so formularartig aufgebaut. Und wir können einfach so nach und nach die Sachen eintragen, die wir brauchen. Also wir fangen an mit einem Titel. Den habe ich hier so genannt, den kopiere ich mir einfach mal raus auf der linken Seite. Also ich kopiere mir dieses Zuordnungsaufgabe unregelmäßige Verben und kopiere das da rein. So, was man auch machen kann, das zeige ich euch gleich. Wir brauchen jetzt mal das nächste, was wir hier sehen, nämlich ein Hintergrundbild. Und das kann man hier einfach dazufügen. Das ist typischerweise auch der erste Schritt, damit fängt man an. Und wir brauchen natürlich nichts zu installieren. Wir brauchen ein paar Bilder. Und dann habe ich da auch schon einen Ordner mit vielen Bildern. Ihr seht, das sind die ganzen Sachen von der Pizza hier. Und ich möchte diese rote Telefonzelle haben. Da haben wir sie. Und dann fügen wir die einfach ein. Zack. Und was man jetzt immer noch machen sollte, wenn es um OER geht, ist natürlich auch sagen, wo man das her hat. Ist hier nicht ganz so wichtig, weil es ein gemeinfreies Bild ist, aber damit die Leute das wissen, tragen wir das vielleicht ein. Dafür gibt es hier noch etwas Unschönes. Ich zeige gleich auch noch die schöne Form. Da fehlt nämlich noch ein bisschen was zu entwickeln. Hier gibt es noch so ein etwas hässliches Formular zum Eintragen der Sachen. Können wir machen. Jetzt die Frage, wo kriegen wir die her? Klar, natürlich auch aus unserem Original. Denn hier unten gibt es H5P, wenn es inhaltlich, wenn es so Angaben gibt, zum Urheberrecht gibt es immer diesen Knopf, dann klicke ich drauf und dann bekomme ich das hier auch alles schön angezeigt. So, da ist das Bild. Und jetzt kopiere ich mir hier auch einfach so die Sachen raus. Also Red Telephone, das ist der Titel. Dann haben wir den Autor, das war ein Adam Wilson. Den tragen wir ein. Dann nehmen wir noch den Link von Unsplash. Eine sehr schöne Seite, wo man sehr schöne Bilder bekommt, alle gemeinfrei. Und dann sagen wir ihm auch noch, das Ganze ist Public Domain. So, haben wir das erledigt. Das, was ich gerade übersprungen habe, das können wir hier oben noch machen. Das ist eigentlich die schöne Form, die findet ihr bei den meisten anderen Sachen. Auch für die Urheberrechtsangaben, das heißt, die Metadaten ist also ein bisschen breiter gefasst, für die Zukunft vorbereitet. Sieht dann hier so aus. Den Titel hat er mir jetzt schon eingetragen. Und jetzt können wir gucken, was ich da vorher gemacht habe. Ich habe gesagt, na, ich mache das auch gemeinfrei, aber CC0 ist letztlich das Gleiche. Das geht. Mein Name wäre Oliver Tacker, der steht auch drin. So, und was brauchen wir noch? Quelle habe ich keinen angegeben. So, also ich bin die Quelle. Fertig, Metadaten speichern. Haben wir das auch erledigt. Das heißt, wir haben uns jetzt um dieses Ding hier schon gekümmert. So en passant. Das haben wir jetzt drin. Und was wir jetzt natürlich brauchen, das sind jetzt diese anderen Sachen. Und da wird es ein bisschen kompliziert. Da vielleicht auch ein bisschen Vorgeschichte. Drag and Drop gibt es seit 2014. Ich habe nachgeguckt, Dezember 2014. Und das Ding ist ein bisschen gewachsen. Es ist ein bisschen kompliziert zu bedienen. Und heute würde das Kernteam von H5P wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Und es ist tatsächlich auch geplant, davon eine zweite Version zu machen, die dann noch ein bisschen einfacher zu bedienen ist. Also nicht wundern, wenn einige Sachen hier so ein bisschen umständlich sind. Das ist einfach mit der Zeit gewachsen und niemand hat die Zeit und das Geld gefunden, das ein bisschen zu überarbeiten. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir klicken hier auf den zweiten Schritt, also jetzt schrittweise aufgebaut. Erstens diese Einstellungen, zweitens die Aufgabe. Und jetzt hat man kein Formular mehr, weil das wirklich ein bisschen schwierig wäre, ein Formular zu machen, wo man jetzt Koordinaten vielleicht eintragen muss für die Felder. Das macht man jetzt in drei Schritten. Die stehen unten auch drunter. So, der erste Schritt ist, starte, indem du deine Ablagezonen platzierst. Ablagezonen, das sind eben rechts diese drei Felder, Present Simple, Past Simple und Past Participle, wo man Sachen draufschieben können soll. Und das sind eben, das sind diese Felder hier. Ne, dieser erste Knopf, füge Ablagezonen hinzu. Und das mache ich einfach mal. Und okay, die sollen eine Beschriftung haben. Dann nehmen wir einfach hier Present Simple für das erste. Und mehr brauchen wir eigentlich erstmal gar nicht. Wir gucken jetzt erstmal, was passiert. Gibt es noch mehr Einstellungen? Später. Also fertig.
Da ist unsere Ablagezone. Jetzt sehen wir schon, das ist noch nicht so ganz das, was wir wollen. Erstens ist die zu klein. Das heißt, wir ziehen uns die erstmal so ein bisschen größer. Jetzt weiß ich natürlich nicht so genau. Jetzt muss ich ein bisschen abschätzen. Könnte hinkommen. Das ist ungefähr die Größe. Aber da steht ja Present Simple drüber. Das heißt, wir müssen dann doch nochmal reingehen. Entweder indem ich hier auf Bearbeiten klicke oder einfach mit so einem Doppelklick da drauf. Und da wollte ich auch hin. Hier sieht man schon, Zeigebeschriftung fehlt offensichtlich. Und dann gucken wir uns das wieder an. Und Present Simple. Sehr schön. Hier ist zwar das Grau ein bisschen anders, weil da andere Style-Sheets dahinter liegen, aber ist nicht ganz so tragisch. So, das heißt, wir schieben uns das schon mal da an die Stelle. Und jetzt brauchen wir im Prinzip dreimal das Gleiche. Und jetzt wäre es ein bisschen nervig, immer so eine neue Ablagezone hinzuzufügen, alles so einzutragen. Es geht ein bisschen schneller. Und zwar seht ihr hier schon so ein paar andere Fälle. Eine heißt Kopieren. Da kann ich draufklicken oder ich drücke einfach das bekannte Steuerung C. Dann habe ich das kopiert. Und dann kann ich mir einfach noch eine Kopie davon einfügen. Und jetzt brauche ich die nur dahin schieben und dann einmal die Beschriftung ändern. Das ist dann nicht Present Simple, das ist einfach Past Simple. Und dann war es das schon. Zack, das war die zweite. Und das können wir jetzt erstmal noch ein drittes Mal machen. Also einmal kopieren. Und einmal STRG-V für einfügen. Und da hängen wir die da drunter. Das merkt man schon, es passt nicht so ganz hundertprozentig, aber von der Größe, es geht. So, past participle. So. Erster Schritt erledigt. So, wir haben unsere drei, heißt es so schön im Englischen, im Deutschen, Ablagezonen. So, nächster Schritt, füge dann die verschiebbaren Elemente hinzu und wähle für jedes aus, in welche Ablagezone es grundsätzlich ablegbar sein sollte. Dann machen wir das doch. Also das, eben hatten wir das erste hier, wir nehmen jetzt einfach das zweite, das sind Textfelder, weil es hier Textfelder sind. Ich habe gesehen, wenn ihr dieses Pizza-Beispiel im Kopf habt, da könnte man jetzt auch Bilder nehmen und die verschieben. Man kann auch übrigens nur Texte und nur Bilder einfügen, die nicht verschiebbar sein sollen, aber es geht alles. Wir brauchen jetzt erstmal dieses Textfeld, also ziehen wir uns davon eins rein. Und nehmen wir auch einfach das erste, da steht Dived drin, tragen wir ein, sehr schön. Das wollen wir auch zentriert haben. Dann, was stand da drunter? Ich muss jetzt eintragen, wo das grundsätzlich draufgezogen werden können soll. In dem Fall, habt ihr vielleicht gesehen, ich konnte das überall draufziehen. Wenn man das später ein bisschen einfacher machen möchte, dann gibt man vielleicht nur bestimmte Felder vor. Das macht man wahrscheinlich dann so in jüngeren Klassen, wo man so ein paar Kindern, wo man so ein paar Optionen gleich ausschließen will. Dann gibt man halt nicht alles frei, dann kann man später die Sachen auch da gar nicht draufziehen. Aber wir sagen einfach mal, wählen alle aus. Und das heißt, wir können jetzt dieses Dived auch potenziell in alle drei Felder reinziehen. So, das war es im Prinzip schon. Fertig. Jetzt können wir auch das wieder so ein bisschen zurechtzuppeln. So. Und wie breit ist das? Ein bisschen breiter. Oder mal so überziehen. Ja, das ist jetzt ein bisschen Zuppelarbeit, aber das machen wir auch nur einmal. Ich denke, das kommt ganz gut hin. So, so wir haben Dived. Kopieren uns das jetzt einfach. Also einmal, zweimal, dreimal, viermal und fünfmal. Passt, sehr schön. Jetzt ändern wir hier die Beschriftung. Jetzt ist es natürlich ein bisschen langweilig. Jetzt würde ich gerne vorspulen können, auch live, es wird ja alles aufgezeichnet. Wenn ihr das jetzt seht, ist ja alles schon vorbei. Also wir hatten 8, schwupp, dann Dove, dann Eaten, so, und Dive, und einmal Eat, ups, da wollten wir nicht hin. So, haben wir das auch. So, jetzt sind wir damit durch. Jetzt sind wir fast fertig. Wir haben jetzt unsere Ablagezone. Wir haben jetzt links die Sachen, die man ziehen kann. Und der dritte Schritt, der steht, heißt noch, wähle zum Schluss in den Ablagezonen die jeweils korrekten Elemente aus. Das heißt, wir haben jetzt gesagt, okay, jedes Element weiß jetzt, wo es potenziell drauf darf. Und jetzt müssen wir noch die Felder wissen, was passiert denn, wenn die da drauf landen, sind die richtig oder sind die falsch? Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal das Present Simple hier, diese erste Ablagezone, machen die nochmal auf und dann sagen wir hier natürlich, also Eat und Dive sind die richtigen Formen. Und die anderen sind dann logischerweise falsch. So, sagen einmal fertig.
Dann haben wir hier diesen Spezialfall, das Past Simple. Da haben wir einmal Eaten, das ist der einfache Fall. Und dann jetzt dieser kleine Kniff, es gibt halt dieses Dove und Dived. Das wäre da richtig, es sind also die drei. Und dann haben wir das Past Participle. Und das ist dann einmal das Eaten und auch nochmal das Dived. Hatte ich das Eaten gerade genommen? Habe ich es falsch gemacht? Ah, ja, habe ich falsch gemacht. Dive und Eaten müssen die hier hin. Nicht, dass mir jetzt gleich ein Englischlehrer was Falsches sagt. Das ist natürlich nicht Eaten, das ist Ate. So, jetzt haben wir es aber richtig. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Da werden wir gleich noch eine Kleinigkeit sehen, die wir ändern müssen, oder zwei Kleinigkeiten. So, da ist unsere Zuordnungsaufgabe und das sieht ja schon relativ gut aus. Wir haben jetzt hier rechts aber noch den Titel darüber. Das ist so unschön. Und was noch fehlt, ist ja hier der Hinweis. Na, wir können es ja zumindest schon mal ausprobieren. Wir nehmen einfach mal Dived da mit rein und noch irgendwas falsch. Dove da unten und zack, so wie es sein soll. Das ist gut. Also gehen wir nochmal in den Editor und wir machen jetzt noch diesen Titel weg und wir fügen noch diesen kleinen Hinweis ein, den wir haben wollen. So, wir bleiben erstmal hier. Also erstmal den Titel. Hier steht zwar der Titel, aber da ist nichts. Jetzt merkt man so den Punkt, das hätte man vielleicht ein bisschen übersichtlicher machen können. Jetzt gibt es hier unten diese Verhaltenseinstellungen. Einfach so Behavioral Settings ungeschickt vielleicht übersetzt. Und wenn man da ein bisschen scrollt, findet man ganz unten so einen Punkt, der heißt Titel anzeigen. Den nehmen wir jetzt mal weg. Und das wollten wir machen. Und wir gehen hier noch einmal rein in die Aufgabe. So. Und hier gibt es ja diesen Spezialfall. Da gibt es ja drei Möglichkeiten und da war die Lehrperson so nett, da einen Hinweis zu geben. Das geht hier. Es gibt ja Tipps und Rückmeldungen. Das klappt man nochmal aus. Und da heißt das hier Tipp, Text. Mal gucken, was da drauf stand. Hier können drei Antworten richtig sein. Das schreiben wir hier einfach rein. So, zack. Und jetzt haben wir das erledigt. Die haben den Titel geändert. Und damit wir es gleich komplett fertig haben, können wir auch das Letzte machen, was noch fehlt. Ihr habt ja hier gesehen, wenn ich das überprüfe, kann man auch eine Rückmeldung geben. Und jetzt habe ich nicht genau im Kopf, was ich da gemacht habe. Das kann man jetzt auch von außen nicht sehen. Das müssen wir ausprobieren. Aber wir kopieren jetzt einfach mal diesen Text hier schon mal raus. Das reicht leider nicht. Schlag das nochmal nach. Und hier fügen wir jetzt einfach nochmal, weil es ein paar mehr Sachen sind, nochmal Bereiche rein. Und jetzt kann man definieren, von wann bis wann soll denn was angezeigt werden. Und wir machen vielleicht einfach mal den Klassiker, den ich vielleicht auch gemacht habe, so von, also quasi unter der Hälfte, geben wir jetzt Rückmeldung, schlag das nochmal nach. Dann machen wir alles bis fast richtig. Müssten wir jetzt ausprobieren. Wir sagen einfach mal, da geben wir schon ganz gut. Gut, mach weiter. Und hier vielleicht perfekt. So, zum Schluss. So, wenn wir jetzt speichern, dann sollte das ziemlich identisch sein, bis vielleicht auf die Rückmeldungen. Das heißt, wir haben jetzt links das Original, rechts die Fälschung. Der Titel ist weg. Das ist sehr schön. Wir haben jetzt hier unsere Felder. Das hatten wir ja schon ausprobiert. Das sollte jetzt alles stimmen. Mache ich nicht immer. Und wir haben jetzt hier auch den kleinen Hinweis anzeigen. Hier können drei Antworten richtig sein. Hier ein bisschen größer, weil die Style-Sheets manchmal ein bisschen anders sind. So, mehr braucht man einfach nicht, eigentlich nicht, um Drag-and-Drop-Aufgaben bearbeiten zu können. Also das ist jetzt, wie gesagt, es wirkt ja so ein bisschen kompliziert, aber es sind halt eigentlich mal diese drei Schritte. Das heißt, erst diese Ablagezonen anlegen, dann das, was man ziehen soll, dann sagen, wo sollen die hingezogen werden können und dann sagt man nochmal jeweils in der Zone, was ist denn hier richtig in dieser Zone. Ist wohl bei Moodle andersrum, deshalb sind da auch einige Leute verwirrt, aber eigentlich nicht so kompliziert. So, man kann noch ein bisschen mehr machen, das werde ich nicht alles zeigen, aber ein paar Sachen, die ganz schön sind, wo man es so ein bisschen schicker machen kann als das Originalbeispiel. Zum Beispiel, was man machen kann, das ist ja jetzt hier alles so nicht transparent und wir gehen jetzt nochmal zu den Ablagezonen ran hier. Und was man machen kann, damit, das ist dann häufig ein bisschen schicker, gerade wenn man so ein Hintergrundbild hat, da gibt es sowas wie Hintergrunddeckkraft, die steht hier auf 100%. Und wir nehmen da einfach mal jetzt 80. Und das machen wir für alle drei. So, da auch nochmal 80. So. Und jetzt seht ihr schon da oben. So, 3x80. Das sieht schon ein bisschen netter aus, wenn das so ein bisschen durchscheint. Und hier links haben wir ja schon gesehen, das finde ich ein bisschen unpraktisch. Moment, wiederholen.
So, das ziehen wir hier rüber. Und wenn ich das auch mache, dann sehe ich gar nicht mehr, was da drunter war. Ich müsste mir den jetzt erst wieder vorholen, wenn ich es vielleicht nochmal ändern möchte. Das ist, finde ich, auch nicht so schön. Und man kann auch die transparent machen. Und das kann man auch, indem man hier drauf geht und das macht. Das sind 6 Stück. Das dauert mir zu lange. Da gibt es zum Glück ganz unten in diesen Verhaltenseinstellungen auch nochmal eine Einstellung. Und da kann ich pauschal sagen, was denn diese Deckkraft sein soll. Jetzt trage ich hier nochmal 80 ein und speichere das Ganze. Und dann werden wir sehen, das ist jetzt schon mal ein bisschen netter. So, liebes Internet, bist du schon voll? Nein. Okay, so. Also das ist jetzt hier transparent, das ist ein bisschen netter. Und wenn ich jetzt die hier rüberziehe, dann sieht man auch, oh nee, 80 reicht noch nicht und ich sehe jetzt hier gar nichts. Das ist schade. Müsste ich gleich nochmal reingucken, woran das liegt. Ach nee, jetzt, ich darf es noch nicht anfassen. Also jetzt sieht man hier, das divet auch durch. Ich muss die loslassen. Also es ist ein bisschen einfacher, dann die Übersicht zu behalten. So, was mich jetzt vielleicht noch stört mit diesen Feldern, also das ist mir jetzt noch ein bisschen zu einfach. Ich ziehe das hier einmal weg und dann ist klar, wo es hingehört. Gerade wenn es so mehrere Sachen gibt, wo die rein können, oder wo die richtig sein können, wie bei diesem Path Simple. Das wollen wir ein bisschen schwieriger machen. Jetzt gucken wir einfach mal, was wir noch machen können. So, gehen nochmal zu einer Aufgabe. Und was man da machen kann, das habt ihr vielleicht schon gesehen, wie bei einer Schachaufgabe, da konnte ich die Sachen überall hinziehen. Und das geht einfach so, indem man hier die Einstellung setzt. Element kann mehrfach in Ablagezonen gezogen werden. Dann bleibt es halt an der Stelle auch stehen. Und damit es hier ein bisschen sinnvoll ist, muss man das natürlich wieder bei allen machen. Das ist so der Punkt, wenn man sich das vorher nicht überlegt hat, wird es hier so ein bisschen aufwendig, weil man vielleicht 20 Begriffe hat, die man irgendwo hinziehen möchte. Das ist das, was hier dann auch so ein bisschen nervig ist an mir als Typ, wenn man beim Bauen erst weiß, was man eigentlich möchte. So, aber das habe ich jetzt gemacht. Wenn man noch spielen wollen würde, könnte man sagen, man geht hier nochmal in die Ablagezonen und aktiviert das automatische Ausrichten. Dann ist hier aber nicht so sinnvoll. Also dann würde er, habt ihr vielleicht beim Pizza-Beispiel gesehen, da wurde jetzt alles so schön nebeneinander einsortiert. Da braucht die Sachen nur fallen lassen. Finde ich hier aber nicht so gut, weil die Felder nicht ausreichen. Und irgendwie würde er es so machen und einen dritten würde er irgendwie da dran klatschen. Das haut nicht so hin. Würde ich also hier nicht so machen. Genau, und was man auch machen könnte, dass diese Ablagezone halt nur ein Element beinhalten kann, dann sobald eins drauf ist, geht kein anderes mehr drauf. Das habe ich zum Beispiel bei dem Schachbeispiel gemacht. Da gibt das dann Sinn, hier jetzt natürlich nicht. So, also noch einmal speichern. Und dann gucken wir nochmal, wenn wir jetzt die Sachen hier ziehen, dann habe ich dived und ich könnte es vielleicht dem auch noch in andere Sachen ziehen, also so wie es vielleicht sinnvoll ist. Ne? So, kann ich natürlich dann in Summe gegebenenfalls mehr Punkte bekommen. Jetzt muss man an ganz vielen Stellen aufpassen, aber wäre dann eine Spezialvorlesung, sowas in der Art. Und jetzt zeige ich nochmal ganz kurz, so in den letzten 2 Minuten, was es noch gibt. Und dann beenden wir das Ganze auch. Also ich scroll noch einmal nach unten. Da gibt es halt diese Verhaltenseinstellungen, wo jetzt die 80 steht, weil er hier dann immer das erste Textfeld sucht und das als Überschrift nimmt. Klug gedacht, haut aber hier dummerweise nicht hin. Und hier kann man auch so Klassiker einstellen, wie soll ich denn die Aufgabe nochmal wiederholen können? Das könnte ich ausstellen, dann kann ich es halt nur einmal machen und dann ist der Wiederholen-Knopf weg. Ich kann einstellen, dass man, wie das mit der Lösung ist, ob ich die überhaupt sehen kann, wann ich die sehen kann. Dann, das ist dann für so Lernmanagement-System interessant. Also in dem Fall habt ihr gesehen, es gäbe hier 6 Punkte für die Aufgabe. Vielleicht soll es aber nur einen Punkt geben, dann also für die ganze Aufgabe, dann kann man hier so einen Haken setzen. Das mit den Strafpunkten, das habt ihr auch gesehen, wenn ich hier was falsch einsortiere, dann kriege ich einen Punkt abgezogen. Das kann man ausstellen, das wünschen sich immer ganz viele. Wenn man das macht, dann hat man dummerweise das Problem, dass man je nachdem, wie die Aufgabe gestaltet ist, dass ich einfach alles in alle Felder ziehen kann und bekomme alle Punkte, weil ich für nichts was abgezogen bekomme. Also muss man sich überlegen, was man möchte. Der Rest ist so ganz trivial. Erklärung der Punktevergabe einschalten, dann sieht man halt nicht mehr, was plus 1 ist und was minus 1 ist. Den Punkt haben wir schon gesehen. Und das kann man auch ausstellen, dass die Ablagezonen, also wenn ich was draufziehe, dass sie aufleuchten soll und dass der Rahmen da drum geht. Und der Rest ist, glaube ich, Schnickschnack. Man könnte noch ein Vollbild erlauben, die reichen Punkte zeigen oder nicht zeigen. Und das war es auch. Das war jetzt natürlich ein bisschen schnell. Aber ich mache jetzt 2 Sachen. Nämlich zum einen beende ich meine Bildschirmfreigabe.
und sage euch, wie es gleich weitergeht. Aber das machen wir hinterher. Zum ersten Mal danke ich allen, die bis jetzt durchgehalten haben, dass sie dabei waren. Ich freue mich, wenn ihr mich mal weiter kontaktiert bei Fragen. Und wenn ihr dieses Video, also wenn ihr jetzt live dabei seid und das Video finden sollt oder nochmal teilen wollt, jetzt nicht mehr wisst, wo ist es denn, es wird später auf oercamp.de/webinare/H5P zu finden sein. Ja, und ich wünsche jetzt erstmal allen frohes Arbeiten mit H5P Track and Drop.